Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay vom Dream Warrior eingeschickt und der Karte Vardi. Und ihr seht hier, was für mich ungewöhnlich ist, nämlich ein 5er, 4er, 3er Gefecht. Und ja, ich bin selber eigentlich eher Fan von den dicken Jungs, das heißt so ab Tier 7 finde ich einfach spannender. Aber der Dream Warrior hat mir hier eine Runde eingesandt, da konnte ich einfach nicht drum rum. Deswegen müssen wir sie zeigen und anschauen. Und ich bin selber sehr gespannt. Er hat hier den VK 3001 Ausführung H dabei. Und hat hier eine Aufschrift, die besagt Brummiger Heinz. Brummiger Heinz könnte es heißen. Ansonsten vielleicht heißt es euch irgendwas anderes. Mal schauen, wie brummig er wirklich so ist. Auf jeden Fall will er jetzt wohl hier den Hügel entern. Aber der VK 3001 ist jetzt nicht die klassische Bergziege oder Berggams, dass er hier den Hügel schnell entern kann, aber mit ein bisschen Geduld kommt er auch hier rauf. Ist auch einer der wenigen, der hier hochfährt. Da drüben ist noch ein T67. Der macht hier schon ein bisschen was auf. Mal schauen, was er da so reißen kann. Ja, das war zu lang gewartet und die Arti sagt Dankeschön und nimmt den dann raus. Also nach wie vor, es gibt eine Arti im Spiel und wenn ihr einen Gegner-Team habt, dann wartet nicht zu lange. Sonst passiert dann das. Ja, da drüben der T56 kommt noch nicht raus. Deswegen können wir hier noch ein bisschen kurz den Schaden 135 mit 157 oder Premium mit 221 Durchschlag. Was für ein Tier 5 dann schon absolut okay ist. Ja, der erste Schuss, der hätte eigentlich gut kommen können, aber der ging da einfach mal ins Leere. Jetzt mal schauen, ob da demnächst irgendwas Beschießbares eintrifft. Da ist ein Type. Ja. Und der Schuss fliegt schnell und kommt dementsprechend auch gut im Ziel an. Auch hier hätte jetzt normalerweise das tendenzielle Arti-Problem, aber die Arti interessiert sich Gott sei Dank scheinbar für ihn noch nicht, weil sonst wäre er auch hier schon lang beschossen worden. So, der T56 fährt da jetzt weg und er stellt dem da jetzt nach. Oder, nee, der Type fährt rum, der kriegt auch nochmal eine in die Seite. Der fährt jetzt da. Oh, Marder 2. Den hat er gut getroffen, den ersten. Und den zweiten auch nochmal schön nachgesetzt. Der erste Kill der Runde. Für ihn 1 zu 5 steht es auch, also es wird Zeit. So. Ja. Der hat sich da irgendwie lustigerweise verbunkert. Hier jetzt der Toldi. Bisschen drüber gesemmelt. Aber der macht Gott sei Dank nicht so viel Schaden. Jetzt zeigt er ihm hier die Seite. Der verschießt aber. Dementsprechend kann er seinen nächsten sitzen. Und der prallt dann nochmal ab. Jetzt kommt der VK 2001 rüber. Aber den kann er jetzt hier im Frontalkampf ganz einfach fertig machen. Turm drehen. Panzer samt Wanne mitdrehen und dann geht es auch mit dem Kill. 5 zu 10 steht's. Noch 2 Kills bis zum Krieger. Und da vorne fährt der T56. Jetzt kann er endlich mal gut auf ihn drauf. Treffer 1. Und Treffer 2. Und der fünfte Kill. So, was haben wir da drüben? Den Excelsior. Treffer Nummer 1. Oh, da muss er aufpassen. Da ist ein anderer 30er, der auf ihn schießt. Deswegen zieht er sich da jetzt ein bisschen zurück. Genau richtig.
jetzt hier da auf den Typ 91 samt Panzer Selbstfallerfette. Aber die Arti spielt da auch noch mit und nimmt den raus und er macht hier das Munitionslager vom Typ 91 weg. So, jetzt wird unten da gekappt. So, der VK hier drüben. Schöner Treffer. Der war auch wichtig. Der 8. Kill mittlerweile. Aber er hat noch ein paar Gegner. Da, ja, nach vor ihm jetzt der UI. Schön langsames Ziel. Der UI nimmt leider jetzt die Grille raus, aber wer kann den UI klar machen? Es riecht hier so ein bisschen nach Pool. Also nicht nach dem zum Schwimmen, sondern nach der Medaille. Hat noch genug Zeit, da anzukommen. Jetzt hat er hier Mathilda, auch nicht zu unterschätzen in der Regel, kann schon auch was. Macht deutlich schneller Schaden, als man es eigentlich gefühlt erwartet. Aber hier in dem Fall kann er die rausschießen. Da ist eine der beiden Artis, die Grille. Jetzt schießt er erstmal alles an Häusern da weg. So, jetzt hat die Grille verschossen. Da rammt er sie weg und macht auch dann noch das Munitionslager kaputt. Schon der zweite Treffer davon. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ist die letzte Artillerie? Und macht sie ihn noch vielleicht weg? Kann ja auch immer passieren. Man darf das echt nicht unterschätzen. Da ist er. Kommt hier langsam rumgefahren. Jetzt muss man natürlich ein bisschen taktieren, nicht direkt drauf fahren. Da ist er. Oh, 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 das ist alles schon knapper als unbedingt notwendig. Ja, ist wieder offen. Man kann jetzt auch da mit dem Panzer, weil er einfach jetzt nicht so schnell ist, also nicht einfach mal irgendwie großartig rumfahren. Jetzt hat er den ersten Treffer. Arti hat verschossen. Arti hat 21 Sekunden zum Nachladen in etwa. Das ist jetzt seine Chance, dahin zu fahren und der Arti ist nochmal ordentlich zu besorgen. So, und da hat er sie. Amen, amen. Ja, perfekt. Also, das ist eine sehr ordentliche Pool-Medaille. Mit 2600 Schaden und 1696 Basis-Damage. Also hier hat er es für sein Team nach Hause geholt. Dementsprechend verdient das Replay genommen, auch wenn es nicht meine übliche Tierklasse ist. Hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Wünsche ich weiterhin alles Gute. Lasst mir einen Daumen da und kommentiert und abonniert auch sehr gerne. Ich sage schon mal vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Alkaramba.